Mit dem Rad hat man im Prinzip keine Einschränkungen, weil wir haben es schon ein paar Mal gefahren und das ist eigentlich schon eine feine Geschichte, weil damit komme ich weit und habe aber trotzdem noch Reserven, ne? Genau, und ihr müsst euch das einfach mal überlegen. Der Rahmen 2,4 Kilo und trotzdem ist der Akku entnehmbar. Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad aus Kaiserslautern. Mit dabei der Tobi. Hi. Und wir zeigen euch mal ein Light Assist EMTB von der Firma Raymon. Das waren jetzt gleich ziemlich viele Fachbegriffe auf einmal, aber ich glaube, das wirklich Entscheidende heute ist das Wörtchen Light, ne? Also Genau. Light halt, wir sind hier in der Klasse der unter 20 Kilo oder knapp über 20 Kilo E-Bikes und zwar einem Trailbike, das heißt ein bisschen mehr Federweg wie einem typischen All-Mountain, was so bei 130, 140 mm Federweg angesiedelt ist. Und hier haben wir schon 150 vorne und im Heck müssten es auch 150 sein, ne? Genau, also schon ein richtiges Trailbike, also schon für den einen oder anderen Berg runter auch gut geeignet. Hat ein schönes RockShox-Fahrwerk drin. Es ist jetzt nicht überdimensioniert. Also wir haben jetzt hier die Revelation drin. Klar, das sind schon ordentliche Standrohre, die hat ordentlich Federweg, aber es ist halt keine Domain. Aber es liegt eben daran, wir haben hier ein möglichst leichtes Rad. Und da können wir uns dann ja nicht übertreiben mit der Federung. Deshalb in Anführungszeichen nur 150 mm Federweg, nur so 34er Röhrchen in Anführungszeichen, aber es ist ja immer noch ein grobes Gerät, ne? Genau. Was auch noch hier auffällt, halt RockShox-Fahrwerk, wir haben hier den RockShox-Dämpfer, der ist jetzt nicht wirklich special, das ist einer der meistverbautesten, der RockShox Deluxe, ne? Und der sorgt halt dafür, dass ihr hinten auch nicht zu sehr alles in die Bandscheiben reinkriegt, ne? Der müsste das meiste abfedern, weil es ist halt kein Enduro, aber kurz davor, ne? Genau, also wir können sowohl die Trails rauf als auch runterfahren. Und ich glaube, von der gesamten Ausstattung her geht es auch in die gleiche Richtung, wenn wir das mal so kurz überfliegen. Also die Schaltung ist ja schon ziemlich Premium, ne? Ja, eine SLX quasi eigentlich schon auf XT-Niveau, ne? Sieht man auch hier vorne. Haben wir auch, was ist es, eine SLX-Kassette, ne? Und 12 Gänge. Also hier kommt man mit schönen Berg hoch. Auch interessant hier finde ich, es müsste sortenrein sein. Ja, SLX ja, Trigger ja. auch, ne? SLX Kassette. Wir gehen mal davon aus, dass es bei der Kette auch, das siehst du hier, ne, dass hier SLX halt ist, ne? Und das ist halt schön, dass da kein wilder Mix ist, sondern dass das ein so ein, eine reinrassige Klasse ist, ne? Genau, das haben wir schon immer öfter, dass wir quasi ein Schaltwerk dran haben, da ist ein XT-Schildchen dran, der Rest ist Diore. Finde ich eigentlich immer ganz schick, wenn es keine Mogelpackung ist, sondern schön sortenrein. Carbonrahmen, ne? Also das ist der neue von Raymon, ne? Der ist hier, wo im Oberrohr wie so eine Python halt, wie so eine Cobra am Kopf hier so breiter wird, ne? Schöner Rahmen, der halt das Rad auf 20 Kilo schrumpfen bzw. leichter werden lässt, ne? Hier drin schlummert, kommen wir mal zum Herzstück, ne? Schlummert der neue AirDrive-Motor, ne? Was im Prinzip aber eine Art PWX-Motor ist, der einfach gedrosselt ist, ne? Das heißt, der ist von der Hardware halt genauso stark, aber er ist halt, um die Reichweite zu erhöhen, so optimiert bzw. gedrosselt, dass er halt mit 50 Newtonmeter noch gut Leistung hat, aber halt nicht zu viel saugt, ne? Genau, und jetzt nicht abschrecken lassen. Die 50 Newtonmeter, der bringt der richtig gut auf die Strecke. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Der hat einen Anzug. Kannst du eigentlich mit einem alten Performance-Line Minimum vergleichen. Also es fühlt sich tatsächlich noch wesentlich mehr an, liegt dann eben an der Wattzahl, die abgerufen wird, die dann halt in der Spitzenleistung doch deutlich über den 250 Watt Dauer-Nennleistung liegt, ne? Genau, ja, wir haben ja diese Peak-Leistung, die halt bei manchen Light Assists halt so bei 300 Watt ist für 10 Sekunden. Also TQ hat 300, meine ich, und Fazua, weiß nicht, wie viel hat Fazua auch so ein bisschen. Ja, 350 mal für kurze 350. Zeit, genau. Und hier müsst man halt nochmal genau gucken, müsste es auch, glaube ich, in die Richtung von 500 sein. Also der fühlt sich wesentlich stärker an, wie er eigentlich ist. Und selbst, ja, also die Reichweite ist hier sowieso genial, weil trotz des 20 Kilos haben wir hier einen 500er Akku drin. Das ändert sich im Topmodell. Wir haben ja das AirRaid 10.0 hier, ne? Was man hier im Oberrohr nochmal sieht, schön, ne? Damit man nicht vergisst, wie
wie der Name von seinem Bike ist. Ne? Also hier Air Raid 10.0, dann gibt es ja noch das 11.0, was dann einen Ticken ja, nochmal ein halbes Kilo oder ein paar hundert Gramm leichter ist. Und dann halt das 12.0. Das 12.0 ist ja dann schwarz, die Top-Version, wiegt dann 19 Kilo knapp und hat dann 410er Wattstunden Akku. Ne? Das heißt, das ist dann nochmal, um das Gewicht runterzukriegen, ist da halt nochmal der Akku reduziert worden. Mit dem Rad hat man im Prinzip keine Einschränkungen, weil wir haben es schon ein paar Mal gefahren und das ist eigentlich schon eine feine Geschichte, weil damit komme ich weit und habe aber trotzdem noch Reserven. Ne? Genau, und ihr müsst euch das einfach mal überlegen. Der Rahmen 2,4 Kilo und trotzdem ist der Akku entnehmbar. Das ist so die Stelle an dem Rad, wo ich noch am ehesten sagen würde, ja, okay, könnte eventuell ein bisschen klappern. Also die Klappe hier unten, die könnte mit der Zeit ein bisschen Spiel bekommen. Aber so fürs Erste tut dies auf jeden Fall. Mag sein, dass man da irgendwann noch ein bisschen nachstellen muss. Aber so an sich ist es halt einfach eine richtig coole Sache. Beim Light Assist Bike ist der Akku noch leicht nach unten entnehmbar. Und das halt bei dem Gesamtgewicht rund um die 20 Kilo, das ist halt richtig, richtig cool. Ne? Nächster Punkt, der noch interessant ist, ist, wir können das Rad trotz entnehmbarem Akku, was ja auch nicht eine Selbstverständlichkeit ist bei Light Bikes, ne? Hier das Rad noch laden am Rahmen. Ne? Das heißt, hier wird weggelassen aus Kosten- und Gewichtsgründen. Ne? Also müsst ihr mal drauf achten, entweder ist der Akku nicht entnehmbar, dann haben wir nur die Ladebuchse. Das heißt, Schließzylinder gespart, macht nochmal 300, 400 Gramm aus und natürlich nochmal 300, 400 Euro oder roundabout plus minus mehr. Und wenn dann halt der Akku nicht verbaubar ist, muss man den ja laden können. Oder man kann den Akku entnehmen, aber dann hat man die Ladebuchse nicht. Und hier haben wir ja beides. Das heißt nochmal plus für das Modell, dass wir hier beides machen können. In der Garage, im Keller, hinterm Hof, im Garten laden, wenn Strom verfügbar ist. Oder halt den Akku mit in die Küche, in die Wohnung holen und dann halt da laden. Weitere Highlights sind, glaube ich, dass wir trotz dieses leichten Fahrzeugs eine ordentliche Bremsanlage haben vorne, ne, die ja auch Gewicht bringt. Ne? Genau, also wir haben die Formula Cura 4 verbaut. Eine super, super leichte Bremse tatsächlich. Also man sieht es auch schon an der Carbonoptik, die dann am Hebel noch wieder gespiegelt wird. Hier sehen wir gleich 4 Kolben vorne. Hinten sind es dann 2 Kolben, hier haben wir eine 200er Scheibe drauf, also schon richtig, richtig ordentlich. Hinten haben wir dann immerhin noch 180, aber die meiste Bremskraft, die brauchen wir ja vorne. Hier seht ihr den schönen Hebel, der Fleur de Lis als Logo. Schickes Teil auf jeden Fall. Ja, sieht echt richtig geil aus. Ja, ein schöner Raceface-Lenker hier noch, ne? Der Turbin 2 oder wie der heißt, ne? Glaube ich. Ne? Oder Z. Genau, Raceface-Lenker. Newman Felgen, Carbon logischerweise, ich meine Light-MTB-Bereich. Ne? Das ist halt cool, ne? Ich würde echt sagen, an den Anbauteilen haben sie hier nicht gespart. Ja. Conti-Reifen, ne, von Continental, 2, 3er, 5er, das heißt, die sind schnell, aber auch so griffig, dass man im Terrain noch mal ein bisschen den Trailräuber raushängen lassen kann und richtig in die Kurven rein driften kann. Ja, und das Ganze halt für einen Preis von unter 6.000, wir sind hier bei 5.799, also 5.8. Wie wir finden, ein echt ein fairer Deal noch, weil wenn ihr mal in die Preislisten reinguckt, klar, jetzt werden viele wieder in den Kommentaren schreiben, wir lesen die auch und wir ignorieren es nicht, den Punkt, dass die Preise hochgegangen sind, aber was sollen wir machen? Wir bauen keine eigenen Räder, von daher würden wir es günstiger machen, ja, aber man muss auch immer sehen, was man kriegt. Wenn ich wenig ausgebe, kriege ich auch verhältnismäßig dann wenig, ne? Und es gibt viele Light Assist oder leichte Bikes, wo Carbon und die gewichtsoptimierten Dämpferelemente verbaut werden. Und dann ist halt das Problem, dann fangen wir bei vielen Herstellern erstmal bei 7.000, 8.000 Euro an. Ne? Und ja, dass wir hier jetzt schon bei unter 6.000 am Start sind mit einer guten Ausstattung, das ist eigentlich, wo gibt es das? Ne? Also mit der Ausstattung könnten sie eigentlich auch 1.000 mehr verlangen. Es klingt bitter, aber es ist halt wirklich so. Ja. Das zweite Modell ist 11.0er in diesem Pistachio Green. Wird dann so bei 6,8 liegen und das Topmodell habe ich euch ja eben schon gesagt, in Schwarz mit der Pike Ultimate und nochmal ein bisschen Gewichtsoptimierung und wird bei, da ist noch ein Super Deluxe Dämpfer drin, der wird so bei 7,5 liegen und ja, da sind wir hier ja fast mit 2.000 Euro noch drunter und wir finden, das ist eigentlich ein gutes Rad für die Leute, die ein verspieltes, schönes Trailbike haben wollen, mal ein paar Touren fahren wollen, aber auch mal ein bisschen kropper ins Gelände fahren. Das heißt, mit 150 mm kann man auch mal wirklich die Kuh fliegen lassen und sagen, komm, ich knall mal heute hart ins Gelände. Ja. Und damit wir hier den Beweis noch haben, ne? Tobi, willst du oder soll ich es mal hochheben? Kannst gerne demonstrieren. Ja.
so leicht ist das schöne Ding, ne? Also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht getestet, ob der Zwei-Finger-Test geht, ne? Geht sogar auch. Gerade so, ne? Ja. Also es ist definitiv noch ein bisschen mehr E-Bike als normales Fahrrad. Das ist ja immer so ein bisschen die Grundsatzfrage, wenn es Richtung Light Assist geht. Wie nah ist es am normalen Fahrrad? Wie minimal ist der Assist? Hier ist es tatsächlich so, der Motor, der unterstützt einen schon ordentlich. Und dafür ist es tatsächlich ein sehr graziles, leichtes Rad. Geht sogar noch, der Schulter kurzzeitig tragen zu lassen. Also das würde ich bei einem 25, 26 Kilo Bike nicht machen, weil es mir dann zu sehr in die Schulter reinschneidet und zu sehr wehtut. Nee, also das kriegt man gerade noch so, für kräftige Leute kriegen das noch schön über den Zaun gewuchtet. Ansonsten würde ich sagen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von so Bikes haltet. Ist das noch erträglich vom Preis oder sagt ihr auch schon jetzt hier, nee, die müssen noch günstiger sein? Und ja, generell, wie steht eure Meinung dazu? Muss es Voll Power immer sein mit 750 Wattstunden, 85 Newtonmeter? Oder ist das hier eigentlich schon viele Leute für euch interessant? Genau, also ist Light Assist ein Thema? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Genau. Dann vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.